So, und weiter geht es mit GTA 5. Ich habe auf Franklin gewechselt, im Bus Franklin. Ach, der ist auf dem Weg Agent zu der Steve Mission. Hayes, man. Das passt. Ja, das ist ja sehr nett von dir. Danke, Franklin. Wir machen nach, wenn diese Mission durch ist, werden. The answer is no. I can't holler at my boy now. Thought you might want to know, being a high roller and all. They finally put the towing company up for sale. You know the business. Could make you some good paper. And you can keep JB on as a driver when he gets his head straight. Shit, I think about it. Ach, die kann man jetzt kaufen. Aber was ich sagen wollte, wenn wir diese Mission durch haben, jetzt dann plus FIP wieder alles einigermaßen normal ist, werden wir auch wieder Nebenmissionen machen. Zum Beispiel die Don-Mission oder die M-Fragezeichen-Mission, die für Trevor offen ist. Wie hieß denn der Typi? Das waren unsere. Ach, wird hier nicht angezeigt. Freunde von der Grenzpatrouille. Aber ich möchte das mal. Soweit alles wieder geregelt haben, damit alle sich frei auf der Karte bewegen können, weil das ist das Nervigste, was im Spiel passiert in der Story, wenn man mit zwei Charakteren nicht nach Los Santos kann, weil man da dauerhaft gejagt wird. Egal, wir starten die Mission und wir haben alle Abschleppmissionen Gott sei Dank gemacht und dafür als Belohnung dürfen wir uns dann den Abschleppdienst kaufen. Hey, what's up? Oh, Michael! Okay, der ist als erstes da. Im Smo im Anzug. Have you heard from your family? Yeah, sure. No, that's a lie. Das ist ja nicht vom Filmset. Damn, that's fucked up, man. Yeah, well, not gonna matter. We're all gonna be dead in about a half hour anyway. What's going on, ladies? Hello, Trevor. What kept you? Business, Michael. Business. All right. I'm the CEO of a big international corporation. It's very time-consuming. Nothing, of course, you'd understand, being a gentleman of leisure. Oh. You know, Franklin, if there's one thing that you're gonna learn from being around us... Please, fucking insanity. Then they can't fry you. If you want something done, go to the busy man. This rich fuck is useless. Hold on, man. Could y'all knock that shit off? Oh, look! Fucker. Boys, your boys, it's the feds. Hey, where's the other three? What other three? We told you to bring along six. This is a six-man job. No, you didn't. Dave did? No, Dave didn't. You said you'd do it. That is a frickin' lie. I do not get things wrong. All right, great. Then we're out of here. Fuck it. Let's go. You three can do it alone. And I fuck you. You do your own dirty work. Hey, I do my dirty work every day, keeping the country safe from scum like you. And you're doing a great job, sir. Hey, you want this job done? Then come with us, huh? Come on. Come on, Mr. Leisureware, Mr. Depressed Accountant. Let's go save America. Who the fuck are we saving it from this time? This is the real deal. My sources are convinced there's a plot in international affairs, you know, the agency. And they're using this facility to make a serious nerve toxin. Bullshit. Yeah. Which they plan in their mind-blowing insanity to let a major terrorist release on a metropolitan area so they can continue to get funding. Nothing increases funding for fighting terrorism more than successful acts of terrorism. All right. So let me get this straight then. No. There is no getting it straight. That's the point. Now we're doing this. You two are on getaway. Fuck off and make it happen. Michael, you're with us. What size flipper you wear? Aber schön, dass die beiden Anzug tragen, weil ich glaube, der Smoking, den Anzug, den Franklin anhat, ist von dem Überfall, wo ich die Folge Franklin ist James Bond genannt habe. It's been a while since you were in the field. The sight of you in neoprene is something we save for our worst enemies. Shut up, I'll be fine. And you, get in. You're driving. Dann wollen wir mal Amerika retten gehen. Fahr die Küste runter. Wird gemacht. Hui. Listen to me, Steve. No wisecracks, got it? No fucking clichés. We're fighting for the freedom of the people today. Don't lecture me on patriotism. You've been living outside the system too long. Social responsibilities, a joke to you. So maybe I redeem myself, get killed in the process, huh?
that old bullshit? No one is dying on my watch. Not even the burnt-out bank robber with temper issues and nothing to live for. This is the bay. We can get in through the discharge tunnel. Here goes! Ich hab zu viel Far Cry gespielt. Ich wollte gerade mit dem linken Stick nach hinten bremsen. Hui! Unter Wasser tauchen, endlich mal. In der Ego-Perspektive. Wollte ich schon immer mal gemacht haben. In den anderthalb Monaten jetzt. Knapp anderthalb Monaten. Achso, das ist nach oben schwimmen. Das ist prügeln. Kann ich auch schneller schwimmen? Mit den Waffen ausrüsten. Bisschen dunkel. Darth Vader. There'll be a crate over the outlet. Townley, you've got the cutter. When we get there, go to work punching through. Roger that. Alter, ich würde mich freuen, wenn ich hätte schneller tauchen können. Mach das und so. Okay, using the oxyhydro cutter on the grill. That's burning at over 3,500 degrees. Yeah, thanks for the science lesson. Can I keep this for the next vault I hit? That gas won't last forever, so cut smart. Das erste Mal extrem verkackt, wo ich das gemacht habe, weil ich gedacht habe, ich müsste das alles in einmal durchmachen. So. Der ist auch durch. So, you got any more little facts for me from the instruction manual? Thought you'd want some intel on the equipment we sourced, using your hard-won funds. Ha! I figured it was all gonna go on a wardrobe full of windbreakers. Oh, and maybe some nipple clamps. Okay. Sehr schön. Also Millimeter genau muss es nicht drauf sein. Yep, man reicht auch so ein bisschen daneben. Wir haben es gleich geschafft. Das längste, was in dieser Mission dauert. Das blöde Tor aufschneiden. Oder das Gitter wegmachen. So. Minute, anderthalb Minuten hat es doch mit Sicherheit gedauert. Oder sogar noch länger. Verschafft ihr Zugang zum Labor. Wenn das in Wirklichkeit so einfach gehen würde. Entschuldigung. This is a cooling tunnel. Of course it's getting warmer. No one urinated. I know for a fact that that ain't true. Schön. Guter Spruch, Michael. Sehr gut. The problem with this job is I only get to know the criminals who are dumb enough to get themselves caught. Yeah, only I wasn't caught. Remember? I turned myself in. He makes a point. That makes you doubly dumb. Michael? Townley, we will leave you to die alone. Was macht er denn da? Er will nicht hochschwimmen. Gott, Michael. Ach, jetzt ja, ist klar. Jetzt auf einmal geht's schneller. Er wollte eben nicht, ob ich einen Stick hochgemacht habe, nicht hochschwimmen. Da habe ich X gedrückt, statt das X. Das ist verwirrlich. Ach, woran erinnert mich das gerade? Ach, Prison Break. There's a ladder there. Get up it. In die
mehr in der ersten Staffel, die Leute, die die Serie gesehen haben, wissen, worauf ich anspiele, aber leider kein Seil angebracht. Und an dem Medizinbuch das Laster dann ablassen. How are we? Huh? We ready? I was born ready. Let's do this. Come on, Dave. What's the plan? Hey. We locate the toxin and action our escape strategy. That's what we got. Great. Lead the way. Bank robber, set your phaser to stun. Hands up, you, now! Can we get a move on? You don't have the balls! Ich hab Austin. Hands where I can see him. Hey, how'd you get down here? Okay. Get on the elevator! Ja, Alter, ich krieg Gänsehaut davon. Weil ich hab ihm auf den Arm geschossen. So what exactly does a neurotoxin Tanz. Look like? You're on a need to know basis, bank robber. Shut it. Elevator's coming down. Someone's on board. Out! Easy now. Please, don't. You got Tanz. Get the pass. All right, we go. Oh, schade, ich wollte ihn noch mal in den Hintern schießen. I feel pretty damn fine. Yeah, if only your camera crew was here. Round to the right, come on. Clear, let's go. Two lab geeks, gotta deal with them. Setz die Laborhelfer außer Gefecht. I'm doing valuable research. We gotta keep moving. Along here and to the left. Oh, ich hab unabsichtigt. Tanz! Stay against this wall. Security is scheduled to come through here. Warum muss ich eigentlich den Taser benutzen und ihr dürft mit euren Knarren hier rumlaufen? Das finde ich irgendwie ein bisschen gemein. Team incoming. Make a call. I dare you. Just clear. We move forward. Hat er gerade geschossen? Egal. You got the access card. Swipe us in. Lab rat in the cage up ahead should have the secret sauce. Come on. Give us access. I don't know what you think you're doing. The locking mechanism is triggered from the inside. Wait. Someone's coming. I'm on it. Wo kommt denn jemand? Meins. This will make me the most dangerous man in the country. I'm also the most shit scared. Oh man. Thank you, federal government. Nein. Put the lab right under Townley. Hab ich schon. Damn it. We need to get the nerve agent into a refrigeration unit. Warning, the study has been breached. Facility has been breached. You got the right weapon? This is about to get real. Nein, bleib liegen. Hier hätte ich mir gern noch eine Karte für GTA Online gewünscht. Die wäre bestimmt geil. Ich rotiere. So. Die Affen? Sind das die Affen aus den Träumen? Was passiert eigentlich? Oh, ich kann die Affen auch töten. Hoppala. Ist ja immer noch. Immer gemein. Tut mir leid, Wolf. So, die Affen sind ruhig.
people have been sent out. Expect reinforcements. Das war mir zu laut. Just what I need. I got another fucking agent. So, schön drei Raubschiffe verteilt. So. Augabschuss verteilt. Nein. Der hat Augabschuss bekommen. Der ist hin. Da freue ich mich immer noch, wie ich den Kopf getroffen habe. Oh, das ging aber schnell. Ich habe das so in Erinnerung, dass da noch mehr kamen. Cargo Bob. Get over here, man. I can't believe they spent the tank from the Polito job on this chopper. It's a flying pig rig. And we need a flying pig rig right now. Hat seine Gründe. Das Ding andocken in der Ego. Nein. Drückt die ganze Zeit rechts für den Haken rauslassen, aber. Ah. Au! Special agent, I got this covered. Detain this man. Fuck you, I should detain you. I just took a bullet for my country. Time to go. Bring us up. So nebenbei erwähnt, den Typen kennt man, weil man GTA 4 gespielt hat, den mit der Brille. What happened back there? Where's Agent Haynes? Don't tell me we suffered casualties. Only self-inflicted ones. Fucking guy shot himself so he could pass as a double agent. Maybe they'll debrief him with a 12-inch aluminum flashlight. Haynes took the easy way out. We're the ones hoping we'll outrun the agency response team. I think Franklin's the one taking the easy way. Guy's got his feet up in an aircraft hangar. Look, let's just get to the airport so we can finish this bullshit. When you drop us, I'll take the nerve agent. Mr. Phillips, can I trust you to dispose of the chopper? I got more important things to worry about messing around with this stupid chopper. Like things that actually mean something. Not made up wars with made up enemies. Matters of the heart. Is he fucking with me? Probably not. Die Geräusche von dem Container machen mir Angst. Da unten steht Franklin im Anzug. Oh, Vorsicht, es darf nur nicht fallen damit, oder fallen gelassen werden. Das könnte die halbe Westküste auslöschen. Ach, das Ding einfach mal aus 3 Meter Höhe fallen lassen, geht schon gut. Hey, Frank. It's cracking, man. So the chemical weapon in there, right? If it even is a chemical weapon, hell, it could be shaving cream for all I know. By the way, next time you're getting wet. Oh, but there won't be a next time, will there, Davey? There never is. I'll do my best for you. I always try. Yeah, well, maybe this time we'll get lucky. Maybe this time Steve will succumb to the strains of enhanced interrogation techniques. Interrogate him? Are you insane? They're probably decorating him right now. Hey, Davey, your boys at the agency are onto you, remember? Huh? You and Stevie. Just try and keep your heads down. Yeah, putz. This. Oh, fucking A. Yes. What's up, man? My days in the wilderness are over. Lester, he settled up with that crazy Mexican motherfucker. Gave him the artifact. Now, as long as Trevor handles the wife,
We're good. But what about him, man? Yeah, fuck him. He likes the desert. Besides, we do one big score, we're all gonna have to go our own separate ways anyway. Oh, man. I can't wait to get back to that movie studio. Yeah, well, all right, man. Well, shit, I'll holler at you later then, all right? What a shit show. I'll tell you what, you could take this desert and stick it. My life may be a world of pain, but from here on out, it's gonna be cool, comfortable, air-conditioned pain. Take it easy. I had a wonderful time, Trevor. But we both know I made a vow to my husband. I know! You have a great pain inside you, but you are a beautiful man. I've never been so happy and so sad in my life. You have a beautiful way with words. For some reason, everyone I love abandons me. I am not abandoning you. I am going home. Treat you. I know. Fahrt mit Wischer zum Farmhaus. Dass man Trevor weinen hört, die im Spiel hätte man nie gedacht, glaube ich. Dass er solche Gefühle entwickeln kann. Ich glaube, das, wenn das erste Mal das Spiel, denkt man dran. Und was ich zu dem Typen meinte mit der Brille von der Agency. Achtung, Spoiler zu GTA 4. Wer GTA 4 nicht gespielt hat, wird sowieso wundern, was ich meine. Und auch einfach weggehört haben. UL Paper Mission, glaube ich, hießen die. Wo man in diesem Büro war. Das ist der Typi. Wenn ich es richtig weiß und ich habe es auch richtig nachgelesen, das ist der Typi. Für den man dann arbeitet, der später dann einem ein bisschen unter die Arme greift und den einen Typen ins Land schleust. So, Spoilerende. No. Stay. You better treat her right, man! I will, amigo! Yeah, otherwise... The other ear! Of course! The way I see things, you and me and Michael, we're friends now. Good friends! Such good friends that we will make a great effort to avoid one another! That's fucking perfect! Thank Michael for the statue! It is exquisite! Yeah. Yeah, I will. Oh, armer Trevor. War da halt ihm das Ohr abgerissen oder was? Affige Angelegenheit. Schockierend, 7 von 8. Kopfschüsse, 15 von 15. Okay, es war nichts mit Affen töten. Ich hätte gedacht, ich hätte den Kopf, dass man einen Affen umlegen muss. Sorry, dass ich die Affen umgelegt habe. Treffgenauigkeit 66%. Aber egal. Da wir jetzt über 20 Minuten sind, was lange her ist, dass es so eine lange Folge war, und wir endlich wieder in die Stadt können für Missionen, das ist die Mission, ich erinnere mich. Aber in der nächsten Folge werden wir erstmal Nebenmissionen machen. Wir werden dann zu dem M gehen und zu dem Don-Mission und das alles mit Franklin. In der nächsten Folge stehen erstmal Nebenmissionen an. So viel sei gesagt. Welche Reihenfolge, wie, was, wo, weiß ich noch nicht. Aber wir haben Amerika gerettet. Dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.